Die Fachgruppen der gewerblichen Dienstleister mit ihren vielfältigen Berufsgruppen hat sich entscheidend weiterentwickelt. Auch Josef Böhmers Zederhaus gehört mit seinem Lohnunternehmen zu dieser Gruppe und gab uns Einblicke in seine Tätigkeiten. Ja, ich habe ganz klar angefangen, klar. Ja. Ich habe mir einen Traktor gekauft und mit dem haben wir dann angefangen. Eine Seilwinde dazu und dann ist das so gegangen. Ja. Ja, mich hat eigentlich die Technik, Landtechnik und Forsttechnik immer schon interessiert. Und dann habe ich eben Kfz-Mechaniker gelernt, habe mich da weitergebildet, habe ich einen Forst- und landwirtschaftlichen Facharbeiter gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt, das war was für mich. Mhm. Und mit den Gedanken bin ich dann in die Holzschlägerung und Bringung gegangen. Mhm. Und aus dem hat sich dann der Betrieb ausentwickelt. Den gibt es jetzt zwischenzeitlich 12 Jahre. Wir haben bis zu 4 Angestellte. Ja, wir machen auf dem Parkplatzareal von der Daueralm, sagen wir, den ganzen Winterdienst. Ja, weil wir eigentlich keine von den kürzesten Anfahrtszeiten daher haben. Also wir fahren auf der Autobahn auf und sind in 7-8 Minuten da an der Einsatzzeit. Genau. Wir haben eine Maschine mindestens immer stehen, den ganzen Winter da. Okay. Und schauen, dass da eben der Asphalt schwarz bleibt. Wir machen ganz ein breites Spektrum. Also wenn wir jetzt im Winter da stehen, haben wir natürlich Winterdienst. Und wir helfen bei Gemeinden aus, wenn irgendwo Not am Mann ist. Wir haben eine große Schneefräsen, also mit einem Güterweg aufschirmen, auffräsen. Mhm. Schneehöhen bis zu 2 Meter ist kein großes Problem. In Österreich ist der Dienstleistungssektor wirtschaftlich gesehen der bedeutendste. Und wie man sieht, ist das Aufgabengebiet den 4 Jahreszeiten angepasst. Was ist für dich, du bist so freudenstrahlend, die Schiene an deiner Arbeit? Ja, dass ich auf Nacht sehe, was ich geschaffen habe. Gell? Also ich bin, es ist jeden Tag was anderes. Also wie gesagt, heute haben wir gleich, sind wir da eine halbe Stunde gefahren, und hat es einen Gletscher gemacht, dann sind wir gestanden, weil es einen Reifen zerrissen hat. Und den Vorteil, weil wir selber Mechaniker sind oder bin, jetzt machen wir natürlich die Wartung und Standsetzung selber. Jetzt ist ja nicht nur immer einfach wahrscheinlich, wo sind so die größten Herausforderungen so in deinem Jahreskreislauf? Die größten Herausforderungen haben wir eigentlich im Sommer, wenn es, keine Ahnung, 10 Tage schlecht Wetter ist und dann wird ein schönes Wetter, gell? Und dann haben wir, keine Ahnung, wahrscheinlich 150 Kundschaften über das Bäum pressen lassen bei uns. Und dann geht es schon hin und wieder um 5 wieder früher los und fährst bis 3 der Früh durch. Du hast uns ja im Vorfeld erzählt, auch daheim hast du noch ein landwirtschaftliches Anwesen. Da muss ja die Arbeit, wenn auch die Frau wahrscheinlich sehr tüchtig ist, auch da werden. Die muss auch da werden, ja, macht die Frau natürlich für. Neben Spezialgeräten und unternehmerischer Augenhöhe mit den Geschäftspartnern ist Verantwortungsbewusstsein ein wichtiger Faktor in dieser Branche.